An die eigene Sterblichkeit oder den Tod eines engen Angehörigen denken die meisten Menschen nur ungern. Testament, Patientenverfügung, Nachlass, um solche Dinge kann man sich ja schließlich später noch kümmern. Und dass die Online-Existenz mit all ihren Abos, Social-Media-Aktivitäten und Online-Banking-Passwörtern nach dem Tod ein seltsames Eigenleben führen könnte, das haben nur die wenigsten überhaupt auf dem Schirm. Da bildete auch der ehemalige Werbeunternehmer Oliver Eiler keine Ausnahme, bis einer seiner Freunde plötzlich bei einem Autounfall in Asien stirbt. Und er war 2 Jahre nach seinem eigenen Ableben immer noch im Premium-Status bei einem sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte. Und da überlegte ich mir, erstens erhalten jetzt seine 530 Netzwerkkontakte genauso wie ich das tolle Angebot, ihm zum Geburtstag eine Kiste Wein zu übersenden. Und zum anderen, wer zahlt eigentlich jeden Monat den Mitgliedsbeitrag? Aus dem Irritationsmoment entwickelt Eiler eine Geschäftsidee, Columba. Eine Software, die Bestattungshäusern und Hinterbliebenen bei der Verwaltung des digitalen Nachlasses helfen soll. Die Bestatter erfragen bei den Hinterbliebenen, welche Online-Konten des Verstorbenen ihnen bekannt sind. Dann gleicht das Programm ab, ob bei 200 besonders beliebten Internetdiensten weitere Konten existieren. Die Angehörigen können über ein Online-Portal einsehen, welche Accounts noch offen sind. Sie entscheiden, was damit passiert. Stilllegen, kündigen oder weiterbetreiben. Und können sich so eine Menge Ärger sparen. Letzten Endes ist es so, kostenpflichtige Verträge, Laufzeitverträge gehen mit dem Tod eines Menschen auf die Rechtsnachfolger über. Das heißt, entweder man kümmert sich proaktiv um so etwas oder nach einigen Monaten steht dann ein Inkassobüro vor der Tür. Und auch ein verwaistes Social-Media-Profil kann bei nicht so engen Freunden zu Irritationen führen. Gerhard Beizek ist Bestatter. Er bietet die Verwaltung des digitalen Nachlasses seinen Kunden an. Und hat so schon mehrere posthume Verlängerungen von Bahncard-Abos und Premium-Mitgliedschaften verhindert. Vor allem aber kann er so den Angehörigen Arbeit abnehmen und ihnen Zeit zum Trauern verschaffen. Eines lässt sich aber mit keiner Software der Welt verhindern, dass mitunter auch online ausgelebte Geheimnisse des Verstorbenen plötzlich für die Familie sichtbar werden. Also wir haben immer wieder Treffer, von denen die Angehörigen nichts wussten. Natürlich gibt es auch Treffer von Filmportals oder Einkaufsoberflächen, wo man nicht vermutet, dass der Liebste eigentlich eingekauft hätte oder sich Filme runtergeladen hätte. Solche Treffer kommen, aber ich denke, mit denen muss eigentlich der Angehörige umgehen. So kommt es manchmal vor, dass Angehörige ihren Vater, Großvater, ihre Tante oder Mutter nach deren Tod noch einmal neu kennenlernen. Über ihre Online-Persönlichkeit. Carola Elbrecht vom Verbraucherzentrale Bundesverband rät daher, sich schon zu Lebzeiten um sein digitales Erbe zu kümmern. Gerade wenn man vorhat, seine Geheimnisse mit ins sprichwörtliche Grab zu nehmen. Das heißt, er sollte sich überlegen, wen er beauftragen möchte, sich um sein digitales Erbe zu kümmern, sich eine Vertrauensperson überlegen. Dann sollte jeder Verbraucher auch eben sich erstmal auch Gedanken darüber machen, wie viel Online-Konten man eigentlich hat. Da kommt einiges zusammen. Aktuell hat nur einer von 10 Internetnutzern seinen digitalen Nachlass geregelt. Das Erbe aus dem Internet hat bei nur wenigen Menschen einen ähnlichen Stellenwert wie Fotoalben, Schallplattensammlungen oder Bücherwände. Aber es sind vor allem abstrakte Dinge wie der Musikgeschmack oder der Inhalt eines Tagebuchs, die die Erinnerung an einen Verstorbenen lebendig halten. In Zeiten, in denen aber immer mehr Menschen ihre Musik ausschließlich online hören und ihre Gedanken einem Blog anvertrauen, geht mit der Online-Existenz so auch ein Teil der Persönlichkeit eines Menschen verloren. Sich rechtzeitig um seinen digitalen Nachlass zu kümmern, kann diesen zusätzlichen Verlust verhindern.